Hallo, hallo, hallo. Die Soloing-Aufnahme hier. Hey, das war ja voll die Retro-Eröffnung hier. Na, wer das noch kennt, der weißt, ist. Weißt du, hast ja letzten Part noch gesagt, dir fallen keine Begrüßungen. Also klauen wir jetzt einfach von anderen Begrüßungen. Finde ich gut, genau. Leute, einmal natürlich in die Kommentare schreiben, wessen Begrüßung das gerade war. Genau. So, ich würde sagen, ab gegen Maike, oder? Jo. Bitteschön, du darfst. Okay. Hi Chris, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher wäre es mit einem kleinen Kampf. Ich will aber einen großen. Weißt du, ich frag dich, aber es ist mir scheißegal, was du sagst. Ich kämpfe trotzdem. Ich will aber einen großen Kampf. Hallo Wingull. Oh. Wingull, der ultimative Konter direkt wieder gleich zu Beginn. Alter, wieso Level 18? Oh wow, stimmt. Ich gehe dann mal auf Blitzer. Blackhead, die du eigentlich Yellow bist. Los! Alles okay? Du kannst was machen gegen Wingull, oder? Naja, Krokodok, aber der ist auch nur neutral. Ja, aber er auf dich auch. Boah, mach doch keinen Heuler. Also ich hab's jetzt einfach gedonnerschockt und damit haben wir eine gebratene Schwalbe. Lecker. Und weiter geht's mit Schneckmack. Der hat bei uns beiden Gekkaborn, ne? Ja. Ich glaube, wir haben sogar irgendwie den gleichen Starter gewählt. Ja. So, gegen Schneckmank setze ich The Thing ein. Aua. Blutattacke. So, ja, das Ding Flügel schlägt mich hier die ganze Zeit. Warum macht das denn? Sag dir doch einfach mal, Jan, du musst zu deinen Gefühlen stehen. Sag ihm, was du fühlst, dass dir das weh tut, wenn es das macht. Ja, das tut echt weh. Weißt du was? Deswegen benutze ich jetzt mein erstes Highlight-Item. Vielleicht lässt es das dann. Deswegen sag's ihm einfach, dass es dir gefällt. Hä? Warte mal, irgendwas. Hä? Was denn? Sie hat zwei Schneckmark. Was? Sie hat Wingull, Schneckmark und Schneckmark. Ach so. Ah. Komisch, warum ist das denn so, Jan? Übrigens, freu dich, Reptain ist Level 20. Hey, Reptain ist kein Problem. Da hab ich genug. Oh. Weißt du, das Ding prügelt mich nicht mit Flügelschlag die ganze Zeit kaputt. Nein, es verwirrt mich auch noch. Ja, aber Leute, ich verstehe das echt nicht. Warum hat die zweimal Schneckmark? Kann man das jemand sagen von euch? Vielleicht cheatet sie ja. Gar nicht so viel, ja, ich glaube auch. So, Krokodok, komm durch und du schaffst es. Krokodok! Was habe ich erwartet? Kommt da durch die Verwirrung, natürlich. Okay, Christina, du musst das machen. Denke ich mal, oder? Bitte? Du warst verwirrt, denke ich mal, oder? Ja. Ich habe gerade das Bedürfnis, einen Chip zu essen, Jan, aber du möchtest mich wahrscheinlich davon abhalten, oder? Nein. Eat it? Aber ich kann nicht. Ich hab keine Potato. Und Tussina ist tot. Was ist tot? Tussina wurde gerade tot gekrittet von Wingull. Aber. Höhlenduo. Der hat mich in falsche Sicherheit gewogen. 40 KP, erster Angriff macht 13. Okay, ich habe 27. Crit, tot. Es hat bei Kanimane nicht einen einzigen Crit gemacht. Und dann kommt ihr bei Tussina direkt Crit. Leute, zweiter Angriff. Kleinstein und Zubat, das Höhlenduo. Ja. War zwar unsere Starter, aber. Und vor allem von einem. Zubat wäre wahrscheinlich sogar relativ schnell auch zu einem X-Bat direkt geworden, nachdem es zum Golbat wird. Aber davon abgesehen. Es ist halt Scheinungs- und Sepa ist schon ein anderes Kaliber. Ich benutze übrigens auch mein erstes Heil-Item. Ja, also ich werde jetzt mal Maron einsetzen, weil ich glaube, Maron könnte sogar vielleicht schneller sein als Wingull. Als einziges. Don't creepy. Ja. Nee. Das war jetzt so unnötig. Was man machen kann, ist Ruckzuck-Hieb. Ich glaube, Maike hat auch keine Tränke oder sonstiges. So, das Gift müsste ihn jetzt eigentlich töten. Diese Schneckback. Ja. Okay, I'm fertig. Ich glaube, ich setze Rammstein gegen Schneckback ein. Das Ding hat gerade ein Level abbekommen. Oh. Durch den Wechsel. Alter, macht das viel Schaden. Wie kriege ich von all hier viel Schaden bei ihr? Bleibt da mal in dem Bildschirm hier, Leute. Und ihr wisst Bescheid, schaut bei Jan rein, der führt gerade den Kampf seines Lebens, so wie das klingt hier. Naja, ja gut, das Steckband habe ich gerade einmal flinchen lassen, jetzt gähnt es mich an, also. Das ist schon mal Geschichte und. Ich hoffe mal, dass mir das Reptain nicht auch zu viel Schaden macht. Also, du bist aber relativ safe, oder? Ich
gehe mal von aus, weil ich habe immer noch Bibor gegen Reptane. Ja, okay. Und zur Not habe ich auch ein Bisa-Knosp. Er hat halt Absorber, das macht dir nicht viel und der einzige anders hat der andere Attacke wäre halt Ruckzuck-Hieb. Hat er Zornklinge? Ciao! Gesundheit! Ultra-Nisa auf Doom! Verzeihung, aber ich bin erkältet. Ja, mitten im Juli, ich bin erkältet. Wunderbar. Ruckzuck-Hieb macht aber auch 13 Schaden, meine Güte. Aber Zornklinge hat, weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Na, reicht das? Yes, gut. Reptain weg. Gewonnen? Ja. Okay. Das ging dann doch jetzt schneller als gedacht. Ach du Schande, du bist besser, als ich gedacht habe. Trotzdem habe ich dein Pokémon getötet. Chris, du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, das ist von mir für dich. Ein Kuss? Ach so. Nein, den Detektor. Nimm ihn. Ah, das ist ein Detektor. Probier ihn mal aus. Wenn irgendwann ein Item versteckt ist, gibt er ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal, Chris. Hört sich an, als würde aus meinem Munde zwar blöd an, aber du solltest bis dahin viel mehr trainiert haben, sonst töte ich noch mehr deiner Pokémon. Ganz ganz offensichtlich. Wollen wir erstmal nach Malvenfroh weitergehen? Ich glaube, ich möchte zurückgehen und mich heilen, weil... Ja, wobei es recht stimmt. Meine Pokémon sind auch... Einer schläft, zwei sind halb tot und eines ist tot. Ja, relativ angeschlagen. Alter Schwede! Das ist Wingull. Ich brauche echt einen Konter gegen Wingull, ne? Das war, welcher Part war das? Das ist jetzt der 14. Wir hatten nicht so viele Opfer. Hallo, Random noch vorne, Makago. The Thing ist immer noch vorne. Ja. Ups. Er hat keinen Kampfeswillen mehr. Nee. Nee, aber... Lass mich doch nicht durch. Hatten wir bei Perl auch so schnell so viele verloren? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, nach Tucina, sag ich schon, nach Lucina... Alter, gibt's Stratini, Wilde, was? Ich hab grad ein wildes Sepa gehabt. Krass. Aber ich glaube, so nach Lucina bei unserer Perl-Souling ist erstmal lange nichts passiert. Mhm. Oder? Und dann kam wieder alles auf einmal und dann kam Marinus. Okay, wir gehen erstmal zurück und erweisen unserem Höhlenduo, die beide sich noch zweimal hätten entwickeln können, theoretisch die letzte Ehre. Unsere schönen Schade, Starter. Dass Robustheit hier nicht so wirkt. Robustheit ist eigentlich eine ziemlich coole Nuzlocke-Fähigkeit. Mhm. Also generell eine coole Fähigkeit, aber in Nuzlocks... Kannst du sagen, ich wechsle rein, es kann nicht drauf gehen, außer es kommt eine Multi-Hit-Attacke, aber du wechselst wahrscheinlich nirgendwo rein, wo theoretisch eine Multi-Hit-Attacke kommen könnte. Das ist wahr. Okay, du darfst anfangen. Tucina, du warst... Es war anfangs schwer mit dir. Du hast jetzt auf Level 16 den Biss bekommen. Du hättest dieses Wingull wahrscheinlich ohne Probleme besiegen können. Aber dann kam natürlich der Crit und hat dich aus dem Spiel genommen. Hatte quasi den Biss, aber nicht genug Biss für den Kampf. Ja, also Krokodok hat sein Bestes gegeben, aber... Es ist das einzige Pokémon in meinem Team, was ich gegen Wingull rausschicken kann, was keine Schwäche dagegen hat. Das ist echt hart. Aber leider... Die Verwirrung hat es im Endeffekt dann entschieden und... Tucina musste den Kopf herhalten. Es tut mir leid. The Thing! Du hast... Ganz, ganz tapfer gegen Felicias Gesteins-Pokémon gekämpft. Du hattest du warst härter als alle anderen, aber. Nun gut. Jetzt muss ich leider die Freiheit entlassen. Tschüss, Tucina. So, Thing ist wieder frei. Ich denke mal, neues Pokémon gucken wir erstmal nach Malvenfroh. Würde ich auch sagen, weil da können wir vier neue fangen. In Malvenfroh, oder? Gibt's Malvenfroh? Malvenfroh selbst nicht, aber um Malvenfroh herum sind ja genug Routen. Drei Stück, um genau zu sein. Dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, was wir da so fangen. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter in Richtung Malvenfroh. Genau, ich denke mal, wir sollten da, wenn die nächsten Trainer uns jetzt nicht irgendwie 100 Jahre festhalten, sollten wir doch noch ankommen auf jeden Fall. Ja, habe ich noch irgendwo? Ah, ich habe noch Schutz, gut. Die Sache ist, wenn setze ich schon Level 18 kommt die an, ne? Das war echt ein bisschen gerade schon wieder ein Dratini. Der Tease, Leute, der Tease, nachdem ich ja keinen Dragoran haben durfte, aber na gut, so früh ein Dratini, ganz im Ernst. Was kann es dann schon groß? Oh, ein Doppelkampf. Ja, Rammstein, Spalter. Macht ihr das mal. Da oben, da der Gitarrist und der Freak oder wie die heißen. Hier gibt's auch Dummiesel. Wie episch ist das denn? Wie gesagt, ich hatte Makago und Sepa. Irgendwie kommen mir die bekannt vor, so aus einer letzten Soul Link. Mhm. Meine Pokémon sind alle hier jetzt. Ja. Lombrero und Frizzle. Och, musst du jetzt unbedingt mit einem Pflanze Wasser ankommen, wenn ich gerade zwei solche Schwächen vorne hab. Ich mach das mit KP und Black Cat. Okay, zeigst Leute. Deine Pokémon? Haut voll auf Lombrero drauf. Willst du Lombrero kaputtboxen? Ja.
Es ist weg, bevor es mir irgendwas antun kann, hoffentlich. Ich mach mit. Der ultimative Plot-Twist wäre, wenn der Gitarrist das Lombrero hätte. Weil die Gitarristen normalerweise Elektro-Pokémon haben, liebe Leute. Ah, wie es nicht ausreicht. Ich fand übrigens immer, dass Lombrero in dem Sprite total komisch aussieht. Ich habe mich immer gefragt, ist das die Nase, ist das der Mund, der irgendwie ganz komisch sieht ziemlich hochnäsig ist. Aus irgendwie. Ja, ja. Mein Motto, was willst du von mir? So. Was willst du? Muckst du auch solchen Pokémon? Okay, Rammstein war mit einmal schneller als Lombrero. Flinklau? Nein, Dingens war noch schneller. Okay. Dingens, Frisolitz. Es ist ein Blanas. Ja. Also Blanas ist schon Unlicht, ne? Ja. Okay. Kann Blanas Pflanzenattacken? Ja. Welche? Absorber? Ne, Rasierblatt natürlich. Aber ich weiß nicht, ob schon auf Level 14, also. Es ist jetzt eh tot, also. Wie das Frisoblitz nur Silberblick die ganze Zeit macht, ne? Drei Runden lang. Ne, mir hat jetzt mein KP getackelt. Wie kann das das Wagen? Und davor hat es, glaube ich, Black Cat getackelt. Naturkraft. Wozu Stachelspore? Ging daneben. Karate-Schlag. Gut. So, Frisoblitz ist auf, weg. Und zu guter Letzt kommt noch ein... Oh Gott, nee. Ich glaube, so langsam habe ich echt ein bisschen Angst. Ich wechsle hier mal aus. Ich sag schon mal, das zweite Pokémon vom Gitarristen ist ein Voltoball. Kann das Ding schon boomen? Das kann bestimmt boomen. Oder gibt es irgendwelche Wilden oder Trainer-Voltoball noch eher, die sich nicht dauernd die Luft sprengen, wenn sie es können? Ich habe keine Ahnung. Wenn sie gerade Chance jedenfalls. Er wollte seine Sammlung vervollständigen und dabei hat er bei mir nur eine harte Niederlage gefunden. Okay, Rammstein, das ist jetzt deine Chance. Hau rein! Sei nicht paralysiert. Ich wollte gerade sagen, das klang nicht sehr... Ich benutze übrigens nie Teleport mit Tiki, falls ihr euch fragt, warum. Weil ich es vergesse. Ganz einfach. Gut. Okay, Frisolitz, schlaf du erstmal eine Runde. Ey, Smaragd ist echt da. Ich glaube, ich weiß, warum Smaragd schwierig wird. Weil Doppelkämpfe gefährlich sind und hier sau viele Doppelkämpfe sind. Ja. Vielleicht danach kommt noch einer. Kannst du mir da schon mal scouten und sagen, was die da haben? Mit einem Psycho und einem Triathlet. Mit Abra und Magnetilo. Abra und Magnetilo. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Die Animation von Magnetilo ist großartig. Es schickt erstmal ein paar Salti. Gut. Will ich da drin bleiben? Okay, jetzt die Kopfnuss. Auf das Voltoball, was gerade frisch reinkam. Wow, fast One-Hit. Ich kann mit dem Pokémon echt wenig machen hier. Was hast du gesagt? Nicht Voltoball, Magnetilo und Abra, ne? Ja. Abra ist auch wieder so ein böses Pokémon für mich. Ich bin gerade so, es war dumm gewesen. Warum wechsle ich denn bitte auf Mankey, wenn dann Abra steht? Kann das Abra denn überhaupt Psycho-Attacken? Kann das nicht nur Kraftreserve? Das kann doch nur Kraftreserve, ne? So gerade hat es Kraftreserve gemacht und es war nicht sehr effektiv gegen Tiki. Kraftreserve, also Kampf dann wahrscheinlich. Ja. Wie immer. Na gut, wahrscheinlich habe ich deswegen einfach aus Reflex das Mankey reingeschickt. Aber ich habe kein... nichts zum Elektro... Doch, ich habe Amrena-Bären. Okay. Ich muss nicht zurücklaufen für die Paralyse. Okay, das heißt... Abra, Magnetilo... Ich hoffe, das Magnetilo stirbt jetzt, weil ich habe gerade einen Metall-Sound abbekommen. Sehr gut. Ja, das ist eigentlich schon das Beste, was ich machen kann mit denen hier. Good job, KP! Die haben aber nur die beiden Pokémon? Ja. Okay. Wow, Papillon will Superschall lernen. Nee, lass mal. Papillon soll nicht lame werden. Trifft bei uns sowieso nicht, davon mal abgesehen. Ja. Aber ich glaube, das waren schon die letzten Trainer dann auf dieser Route, ne? Ich denke schon, ja. Dann sind wir ja schon in Malvenfrohn und können im nächsten Part erstmal eine ganze Menge Pokémon fangen. Oh ja. Und dann gucken, was wir davon reinnehmen. Nicht sehr effektiven Karate-Schlag drauf und es reicht halt trotzdem einfach. Moment, ich sehe gerade, ich habe ein... Moment, Rammstein, geh nochmal bitte raus. Wird? Nein, die Magnetfalle, ich kann nicht auswechseln. Achso, Kraftreserve-Kampf, deswegen. Kraftreserve-Kampf, speziell. Wobei, ist die speziell oder physisch dann? Weil Kampf. Das ist eine verdammt gute Frage. Da es meine Mankey gerade ungefähr nur 3 KP abgezogen hat, würde ich sagen sogar physisch. Okay, hat kaum was abgezogen. Muss physisch sein, sowas gab es ja gar nicht. Ja, alles in Ordnung. Alles das habe ich im Moment aber echt gerade... Ja, für einen kurzen Moment. Wo ich mir denke, Kraftreserve-Kampf auf Stahlgestein. Da retten einen die Mechaniken wieder hier, der dritten Gen. Nein, das war nicht der letzte Magnetfalle, ey. Da steht auch ein saublöder Angler, der wahrscheinlich wieder Carpado entgegenwirft. Pass auf. Wow, ich habe mein Glas was umgeworfen, jetzt trinke ich's. Jetzt trinkst du das Glas wieder? Mhm.
Ich habe übrigens gehört, du hast im letzten Part oder im vorletzten Part dazu meintest, wir sollen unsere hässlichste Grimasse schneiden. Hast du eine wunderschöne Grimasse geschnitten? Ja, wie fandest du die? Echt wunderschön. Also die Leute haben ja auf Twitter da genug davon gezeigt. Ich muss schon sagen, deine war echt hässlich. Ja, ich habe auch mir echt Mühe gegeben. Das hässlichste Gesicht, das ich wirklich irgendwie... Was irgendwie ich habe, machen konntest, ne? Der Angler hat übrigens auch noch 4 Pokémon natürlich, zu allem Überfluss. Lass mich raten, 4 Karpador. Ja, beginnt mit Tentacha. Und macht weiter mit Weilmeer tatsächlich. Hm. Aber ich glaube, das lasse ich Yggdrasil alleine machen. Ja, noch 2 Level, dann hat sein Kirlia. Wem ist denn Tiki nochmal verbunden eigentlich? Tiki ist verbunden mit Kanimani. Weilmeer setzt erstmal Platscher ein. Platscher-Freunde! Ja. Er wollte einen auf Karpador machen. Ja, ich genau, wollte gerade sagen, wieso? Guck, ich bin Karpador, ich bin mindestens genauso gut. Ja. Wow, ich sag dir mal alle 3 Attacken von Warte mal, Weimar Level 14 war schneller als ich auf Level 18. Yo. Merkst du, wie schlechte Werte Trasler eigentlich hat? Platscher, Walzer daneben. Das waren Perfekt. Die Züge dieses Weimers. Das Problem ist, das gefällt mir nicht, dieser Walzer hier. Yggdrasil Level 19. Was haben wir gesagt, das Level Cap 24, ne? Ja, ja. Es gefällt mir so wenig, dass ich sogar jetzt lieber Black Cat einsetze. Ich glaube, einen Egelsamen brauche ich auf den Tentacher lieber nicht zu machen. Den Kloaken. Bin da noch Kloakensoße. Auf die Soße stehe ich nicht. Ich mag ja Soße, ja, aber keine Kloakensoße. Soße ist Soße. Soße ist gut, so eine leckere Rahmsoße am besten. Oder so eine Bolognese-Soße. Ich habe noch 4 Rankenhiebe. Das wird ja wohl für seine letzten Pokémon reichen. So, ja, wir müssen mal kurz einen Schnitt machen. Ja. Okay. Weiter geht's. Ja, Leute, ich sag's gerne nochmal. Erkältung mit... Oh, ich habe gerade vor 4 Spezialangriffe auf der Zugpong. Black Cat, awesome. Nice. Erkältung so. Mitten im Juli. Das ist... Das kann immer passieren, ne? So. Und ich habe auch das letzte Weimar besiegt. Und das hat mir schon Level 20 erreicht. Meine Augen total vertränt. Ah ja, hast du in letzter Zeit was Geiles gesehen? Nein. Außer Jan. Ja. Kannst du bitte aufhören zu reden, danke. Warte mal, hier gibt's die Spielhalle ja noch, ne? Wir können aus der Spielhalle für Malvenfro quasi ein Pokémon bekommen. Genau. Das ist tatsächlich ja etwas, was wir dürfen. Die Sache ist, wir müssen mal gucken, dass wir genug Geld haben zum einen und zum anderen, was für Pokémon da sind. Wegen den Fossilen. Wir haben ja gesagt, wir dürfen die behalten. Eigentlich dürfen wir das nicht. Ja, das stimmt. Im Nachhinein. Im Nachhinein hat es jemand angemerkt, was der Ultra-Fail ist. Eigentlich, ich spreche aber schon mit allen Leuten hier. Naja. Ach ja, wir bräuchten ja den Hafenbrief aus dem Supermarkt für den Münzkorb. Daneben dem Markt. Also bisher habe ich nur eine Sache bekommen. Ich habe gerade zur Trümmerer bekommen. Ja, genau das. Ich war jetzt unten in allen Häusern, du kannst also nach oben gehen. Okay. Ich nehme den Trümmer rein, pack mir da das Item da unten noch eben ein. Ich denke, ich hole mir noch ein paar Superbälle zur Not. Ich habe Hack Attack gefunden. Wo? Achso, das Item noch nicht. Ich habe es gar nicht eingesammelt bisher. Hier musste man auch gegen Heiko kämpfen, ne? Ah ja, stimmt, da war was. Ich heile mich erstmal. Da war was. Wir können auch den Rest der Stadt beim nächsten Mal erforschen, weil ich merke gerade, ich muss schon wieder husten und das hat dann relativ wenig Sinn. Ich weiß gar nicht, was ich gerade hier für ein Item gefunden habe. Ich bin einfach hingegangen und habe es eingesammelt, aber es scheint ja nichts Tolles gewesen zu sein. Na gut, dann würde ich sagen, war's das für heute, bevor Christian gleich wieder seinem Hustenanfall verfällt. Bevor ich gleich in Tränen ausbreche, weil ich gerade eh schon tue. Okay, bis morgen. Tschüss. Bis dann. Ciao.